ja so leckerli aus. Und sie duften so wunderbarlich. Aber vor allem schmecken sie unglaublich gut. Sie warten nur darauf, gepflückt zu werden. Japp, japp, japp. Sieht nicht auch so aus. Ich sage, wir essen eins. Ducky, nicht! Warte! Hey, warum hast du das gemacht? Na, warum wohl? Du kennst doch die Regeln. Alle warten bis zum großen Knabbertag. Dann kommen wir alle zusammen und abwechselnd bekommt jeder von uns eine Baumnascherei. So wie wir es immer machen. Das ist die einzige gerechte Möglichkeit, dass jeder von uns... Spike! Spikey, du musst auch warten. Ich weiß, was du zu sagen gewillt. Keine Drängelei und Schubsigkeit, seid fair und so. Aber mir denkt die ganze Zeit ja wohl, die ganze Zeit denkt mir... Es geht wie ein Brummbrumm in meinen Kopf. Also wenn ich losgefliegt zur Spitze von Naschereibaum und nehme mir drei Naschereise, dann hat jeder von uns eins. Du willst gegen die Regeln verstoßen? Nein, will ich nicht. Oben auf die Spitze sind die leckersten. Ich kann nicht anders, ich muss mal probieren. Was machst du denn da? Ich habe dich was gefragt, junger Mann. Was machst du da, hä? Mir? Oh, ich hab geglaubt, sehe ich fliegende gepunktete Stacheltiere auf die süßen Bäume. Und ich hab versucht, sie wegzugejagt, jawohl. Tja, dann ist es ja gut. Jeder hier im Tal möchte etwas von den herrlichen Baumnaschereien und alle warten schon sehr lange darauf. Ich möchte niemanden in diesem Tal enttäuschen. Deshalb ist es meine Aufgabe, auf jedes kleine Teilchen dieses leckeren Baumes zu achten. Und wenn auch nur ein einziges fehlen sollte, dann weiß ich auch warum. Haben wir uns verstanden? Dumm gelaufen, was, Freunde? Tja, da müsst ihr schon auf den großen Knabbertag warten. Und wir wissen doch alle, wer von uns die ersten Baumnaschereien bekommt, nicht wahr? Ja. Und warum ist das so, hä? Weil ich als Erste die süßen Bäume entdeckt habe. Das weiß doch wohl jeder. Daran kann ich mich nicht erinnern. Nein, nein, nein. Ich erinnere mich auch, als wir das erste Mal den Naschereibaum gesehen gehabt. Hey, kommt her! Seht mal, was ich gefunden habe! Genau so war's. Ich kann mich genau daran erinnern. Hey, ich glaube, du hast recht. Dann müsste Littlefoot die erste Baumnascherei bekommen, obwohl er noch so klein ist. Hä? Was? Naja, klein trifft es nicht ganz. Ich meine zart. Zu kurz geraten, wie auch immer. Du meinst, ich bin zu klein? Ach, komm schon, jetzt nimm's bloß nicht persönlich. Ich sag ja nur, dass du nicht die Größe hast, die anderen Langhälse haben. Hab ich recht? Naja, ich wachse noch. Ah, naja, wer's glaubt, wird selig. Das dauert doch noch eine Ewigkeit. Bis nachher, kleiner Littlefoot. Sei doch nicht traurig, Littlefoot. Du wirst schon noch wachsen. Irgendwann. Glaube ich auch. Wahrscheinlich. Ja, danke. Na dann, bis später. Komm, wir gehen, Ducky. Ich wollte ihn doch nicht verletzen.